Es ist geschehen, Leute. Ich wurde gescammt. Und das ist genau in diesem Video passiert. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber mehr dazu gleich. Ich beobachte TikTok-Trends, vor allem wenn es um Styling geht. Heißt Haare, Make-up, Kleidung. Immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ein lachendes, weil ich mir zum Glück nicht mehr Artikel aus der Mädchenzeitschrift ausschneiden muss über Make-up-Tutorials und sie in meinen eigenen Ordner heften muss und es dann immer noch nicht gebacken kriege. Es ist ja auch ganz schön zu wissen, was die Allgemeinheit irgendwie gerade cool und trendy findet. Allerdings auch mit einem weinenden Auge und das hat auch mehrere Gründe. Erstens, sobald ich die Sachen auf TikTok, Reels oder sonst irgendwo sehe, sind die ich krieg Aggressionen, ist die Scheiße schon meistens ausverkauft. Wie dieser wunderschöne Christmassy Glitzer Dior Lippenstift. Wo ich wirklich intensiv mehrere Tage drüber nachgedacht habe, brauche ich das? Eigentlich super unnötig. Und als ich mir aber dann dachte, ich will ihn doch, war weg. Fuck this shit. Aber auch aus dem Grund, weil einfach jeder gleich rumläuft. More than ever. Trends waren ja schon immer da, aber jetzt werden wirklich die gleichen Produkte gekauft. Und ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das gleiche Kleid anhaben möchte, wie 2 bis 3 andere auf der Hochzeit, auf dem Weihnachtsfest, an Silvester, auf Beerdigung, whatever. Deswegen frage ich mich wirklich an dieser Stelle, lohnt es sich, virale Kleider zu kaufen? Vor allem, wenn sie ausverkauft sind. Lohnt es sich, die Kleider von Privatpersonen abzukaufen, die meistens deutlich mehr als den Originalpreis verlangen? Ich meine, am Ende muss es einem Freude bereiten. Mal gucken, wo der Freunde-Faktor steht, wenn ich diese Kleider in der Hand halte. Okay, als erstes springen wir mal zu diesem ausverkauften viralen Strickkleid von H&M. 2,4 Millionen Leute haben sich das TikTok angeguckt. Wenn man in die Kommentare geht, ist die Suchleiste einfach HM11915390002 Dress White. Diese Zahlencodes, mit denen man diese Kleider auf den Webseiten finden kann, die gehen, das ist richtig irre. Bringt eh nichts. Dann gibst du diesen 500-stelligen Scheiß-Zahlencode in die Website ein und nur damit da steht ausverkauft. Wenn man da drauf geht auf diese Suchleiste in den Kommentaren, kommen unzählige virale H&M-Kleider raus. Aber basically immer die 2 gleichen. Eins davon habe ich bei Vinted gekauft. Man kann ja hier ganz gut sehen, der Originalpreis ist 37,99 und ich habe das gerippte Strickkleid in Weiß für 55 Euro gekauft. Leute, seit wann macht man Plus, wenn man H&M-Kleider kauft? What the hell? Ist das eine Business-Idee? Let me know. Das war eine sehr freundliche Interaktion. Wobei ich mich frage, bei Kleidung ist es halt so schwierig irgendwie, keine Ahnung, das kann ja gar nicht jedem stehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, das sind schon so Pieces, glaube ich, die stehen vielen Leuten, aber basically habe ich Angst, dass diese ganzen viralen Kleider mir nicht stehen, okay? Und ich aussehe wie ein Vollidiot gleich. Und auch noch mehr dafür bezahlt habe, als ich eigentlich müsste. Ah, Horrorszenario. Andererseits kann ich dann wahrscheinlich für 60 Euro verkaufen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Irgendein Depp wie ich, so wie ich, wird es ja wahrscheinlich kaufen. Oh mein Gott, ich fühle mich schon ein bisschen wie eine Snow Fairy Baby Lady Woman Winter Dream House Amazingness. Ui. Okay, ich verstehe auf jeden Fall den Appeal an diesem Kleid. Ich hätte es, glaube ich, schon eine Nummer kleiner vertragen können, ehrlich gesagt. Das ist halt auch die Scheiße daran, wenn es so virale Kleider gibt. Und sagen wir mal, du schaffst es wirklich irgendwie, an das Original halt ranzukommen von zum Beispiel H&M selber. Und dann passt dir die Größe nicht und dann kannst du es nicht umtauschen gegen eine kleinere Größe, weil es ausverkauft ist. Depressing. Es ist auf jeden Fall neu, weil das Etikett noch dran ist. Man riecht auch neu, sieht auch neu aus. Ich bin begeistert. Es macht mich ein bisschen breiter, als ich eigentlich bin, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob es zu groß ist oder ob es einfach aus so einem dicken, wolligen Stoff ist, aber normalerweise hat man ja halt auch irgendwie noch einen Mantel drüber und so cozy. Es betont irgendwie hier die Taille, hier kaschiert es irgendwie alles, auch durch diese senkrechten Streifen. Es ist einfach sehr vorteilhaft. Deswegen, ich muss sagen, ich verstehe den Hype. Das ist eins der simpleren Kleider. Das ist eher wie so ein Alltagskleid irgendwie. Deswegen
da muss es schon was Besonderes sein. Ich finde auch die Ärmel total schön, wie die so nach unten aufgehen, dass sie so ein bisschen länger sind. Man fühlt sich cozy, man fühlt sich princessy, man fühlt sich warm. Man fühlt sich like Schneeflocki. Viel mehr habe ich nochmal bezahlt. Ich habe schon wieder verdrängt, ey. Also irgendwie hätte ich es mir nicht geholt auf Vinted, wenn nicht dieses Video wäre. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es getan habe. Vielleicht kann man es ja noch irgendwie enger machen auf irgendeine Art und Weise. Oder ich tausche vielleicht auf Vinted mit jemandem, der lieber eine größere Größe will und ich nehme dann die kleinere Größe. Allerdings habe ich Angst, wieder gescammt zu werden. I don't know. Fürs nächste Kleid bleiben wir direkt bei H&M. Oh mein Gott, gibt es viele virale TikToks zu diesem Kleid. Ich weiß nicht, warum gerade dieses weiße Paillettenkleid, aber es ist auch bekannt als Blair Waldorf Paillettenkleid von H&M. Ich denke mal, das Schleifendetail auf der Rückseite trägt viel zum Hype bei. Oh, was? Gucken wir mal. Im Originalpreis 59,99. Natürlich ausverkauft. Es wäre auch zu einfach, ganz ehrlich. Ich möchte es auch nicht, wenn es nicht ausverkauft ist mittlerweile. Ist für mich nicht viral genug. Wir gucken jetzt mal in diesem Moment virales H&M-Kleid auf Vinted. Die Preise vom Wiederverkauf sind irgendwo zwischen 120 und 160 Euro auf Vinted. Leute, das hat 60 Euro vorher gekostet. Wenn man eins dieser Kleider besitzt, kann man mehr als das Doppelte verlangen, wenn das Etikett noch dran ist. Ich würde echt gerne mal eine Woche lang nur versuchen, virale Gegenstände irgendwie zu ergattern und sie dann wieder zu verkaufen, nur um zu gucken, wie viel Geld ich damit machen kann. Wenn ihr sowas in der Art sehen wollt, dann gibt diesem Video gerne einen Daumen hoch. Als ich eins für 95 Euro auf Vinted gesehen habe, dachte ich mir, hey, es gab schon crazyere Ausgaben in meinen Videos. Wisst ihr was? Ich kaufe es, damit ihr es nicht kaufen müsst. Der Insider aller meiner Videos. Wir lieben es. Guess what? Meine 95 Euro sind weg. Das Kleid ist nie angekommen. Der Account auf Vinted ist blockiert. Das geht an dich, Johanna. Fuck you. Wer weiß, was passiert ist, ehrlich gesagt. Warte, ich habe dir auf PayPal sogar noch geschrieben, weil ich das Geld gepaypalt hat. Meint ihr, sie hat mir geantwortet? So sehe ich in meine Nachrichten. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Sie hat geantwortet, ja, hab ich. Das ist aber nicht angekommen. Hast du eine Sendungsnummer? Ich komme nicht klar, dass sie mir geantwortet hat auf PayPal. Vielleicht ist sie doch keine Betrügerin. Ich habe ihr nämlich meine Adresse geschickt und dann Danke geschrieben und sie hat noch bitte geantwortet. Das fände ich so dreist von einem Scammer, wenn sie einfach schreibt, bitte. Das Kleid ist bis dato auf jeden Fall nicht da, okay? Und apropos Scam, wer euch helfen kann, auf andere Fallen des Internets nicht reinzufallen, das zeige ich euch jetzt. Wundervolle Kleidchen hin oder her, wenn ihr auf irgendwelchen sketchy Seiten landet, weil ihr einen Viral Dress auf Krampf irgendwo kaufen wollt und dann in eine der vielen Fallen des Internets tappt, habt ihr auch nichts davon. Was euch aber was bringt, ist Sicherheit im Netz und auch ein bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein. Und damit sind wir wieder bei NordVPN. Über NordVPN wisst ihr bereits so gut wie alles. Es ist ein treuer Langzeitpartner meiner Videos. Heute habe ich ein exklusives Angebot für alle aus Deutschland und Österreich. Denn wenn ihr bis einschließlich dem 9. Januar ein 2-Jahres-Abo bei NordVPN abschließt, bekommt ihr einen Amazon-Gutschein dazu. Ich habe, glaube ich, genug Amazon-related Videos für euch als Anregung gemacht die letzten Wochen. Damit kann man einiges anstellen, vor allem jetzt um die Feiertage rum. Bei NordVPN gibt es ja auch immer die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, falls ihr nicht zufrieden sein solltet. Und das alles natürlich plus meinem sonstigen exklusiven Deal, dass ihr 4 Monate extra auf den 2-Jahres-Plan bei NordVPN bekommt. Also schlagt auf jeden Fall zu mit dem Link in der Beschreibung. Viel Spaß damit. Und jetzt zurück zu den beautiful dresses. Okay, als nächstes haben wir hier Strapless Dress. Strapless Dress with Rhinestones für 59,95. Ich habe das irgendwie, keine Ahnung, ich habe es random gesucht. Ich habe das TikTok schon gesehen. Dachte so, ach krass, okay, das ist ja gar nicht so krass ausverkauft. Es gibt noch alle Größen und so. Chillig. Passt dann wahrscheinlich eh nicht ins Video oder ich kaufe es später einfach. Einmal ein entspanntes Kleid. Vielleicht ist es mir auch einfach gegönnt. Falsch gedacht. 10 Minuten später war es ausverkauft. Abgesehen von der Größe XXL.
L. Aber so wie ich Zara Kleidergrößen kenne, könnte es mir passen. Ich bin ehrlich mit euch. Gott sei Dank konnte ich hier den Originalpreis bezahlen. Ganz ehrlich, wenn man es zum Schneider bringt und umschneidern lässt, maßgeschneidert auf seinen eigenen Körper, kostet es wahrscheinlich genauso viel, wenn man bei Vinted oder fucking eBay nachkauft. Fuck mich das ab. Es sieht toll aus, es sieht sparkly aus, bald ist Silvester. Let's try it on. Nö, supi, passt doch wie angegossen. Gut, damit war jetzt ein bisschen zu rechnen, ne? Ich sag euch, wie es ist. Falls jemand ein XL-Kleid braucht. Was ich ja eigentlich schon ganz cool finde an diesen viralen Sachen, gerade bei Fast-Fashion-Läden. Es gibt ja immer mal Teile, die etwas qualitativer sind und es gibt Teile, die richtig low-quality sind. Und ich finde, diese viralen Sachen sind eher immer die Teile, die für eine gewisse Qualität sprechen. Also das Kleid hat sogar hier so Drähte drin und so. Ich meine, waschen kann man es jetzt nicht. Denk mal, die Steine würden recht schnell abfliegen. Aber theoretisch fühlt sich's eigentlich an, als wäre es eine sehr gute Qualität. Der Schnitt ist auch cool, geht wieder in der Taille eng, wird nach unten hin so ein bisschen formender. Ist ein sehr formendes Material. Gerade bei Glitzer ist es ja manchmal schwierig. Da sieht man die Kurven ein bisschen mehr überall. Es scheint mir ein cooles Kleid zu sein, wenn ich es in der richtigen Größe bekommen hätte. Boing, boing, boing. Ich dachte, hier und da mal einen kleinen Classic einzustreuen, wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Denn was passiert eigentlich mit den Viral Dresses Jahre später? Ich erinnere mich noch, als dieses Erdbeerkleid, ich glaube, es war 2020, so krass viral gegangen ist. Es war quasi das It-Sommerkleid. Und ich habe letztens TikToks gesehen von Leuten, die wirklich seit 2020 darauf sparen und sich das in diesem Jahr 2023 endlich kaufen konnten. Ich frage mich halt, kann man das noch tragen? Ist es vielleicht schon fast nostalgisch, weil man denkt, ach schön, weißt du noch 2020, wo wir alle zu Hause saßen und keinen Grund hatten, Kleider anzuziehen und dieses Erdbeerkleid viral gegangen ist? Ich weiß auch noch, dass es super, super viele Dupes vom Erdbeerdress gab. Es gibt viele. Warum habe ich das Original geholt? By now ist, glaube ich, klar, dass ich immer lieber das Original hole, weil ich einfach die Leute crediten will, die da ihr Herz und ihre Seele reingesteckt haben. Das Original Strawberry Dress ist von Lyrica Matoshi New York und dafür war es super, super schnell bei mir. Ich bin super gespannt. Die Frage ist nur, kann ich es noch tragen oder hat man sich jetzt schon einfach drauf satt gesehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oh mein Gott, ich fühle mich wie ein Main Character. Dieses Kleid ist so cute. Hello, darling. Priu, 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 priu. Ach, dafür war das doch, es ist doch auch so viral gegangen, dass ich das so schön so princess-like drehen lässt. Also ich fühle mich wirklich selten wie eine Prinzessin. Wirklich sehr selten. Aber mit diesem Kleid, yes! Und das ist auch gleichzeitig das Problem an diesem Kleid, finde ich. Kauft man sich das nur, um dann auch ein virales TikTok zu haben? Ich kann nicht aufhören, mich zu drehen. Oder trägt man dieses Kleid wirklich und wie oft hat man Gelegenheit, dieses Kleid zu tragen? Denn, wie schon gesagt, ich finde, es ist ein sehr krasses Main-Character-Kleid. Wenn du so auf einer Hochzeit auftauchst, stiehlst du die Show. Wenn du so auf einem Geburtstag auftauchst, stiehlst du die Show. Ich finde, das kann nur dein eigener Geburtstag sein. Oder dein eigenes Pre-Hochzeits-Dinner. Oder deine eigene Beerdigung. Weil sonst ist es irgendwie unangebracht, oder? Ich weiß nicht. Es spricht ja jetzt auch nicht wirklich was dagegen, einfach mal cute auszusehen an einem random Tag im Park. Gut, aber das hat jetzt nichts mit der Viralität dieses Kleides zu tun. Es ist absolut zu Recht viral gegangen. Es ist wunderschön. Ich glaube, ich hätte es auch niemals entdeckt, wenn es nicht viral gegangen ist. Vor allem hätte ich die Brand nicht entdeckt. Und vielleicht stößt man ja auch durch dieses virale Kleid auf andere Kleider oder Teile der Marken. Der Marke, was ja auch wiederum ganz cool ist. Vor allem, weil die viralen Kleider eh massenhaft
gefaked und für billiger verkauft werden. Dann hat der Original Creator wenigstens noch was davon, dass die Leute vielleicht auch andere Sachen entdecken. Ich weiß nicht. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel eher ein anderes Kleid dann von ihr ausgesucht, weil das wirklich... Man kennt's einfach. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das einfach nur auf meiner TikTok-Page stattfindet oder ob alle, die Kleider tragen oder Interesse an Kleidern haben, dieses Kleid schon mal gesehen haben, wovon ich irgendwie stark ausgehe. In bestimmten Situationen ist es wahrscheinlich trotzdem new und refreshing. Gerade, glaube ich, weil es so teuer ist, haben das hier jetzt unbedingt nicht so viele wie vielleicht so ein H&M oder ein Zara-Kleid. Okay, kommen wir nun zu einem recht aktuellen, viralen Kleid. Ich weiß nicht, ob es peinlich ist, das zu sagen, aber ich bin schon Skims-Fan. Ich finde es einfach geil. Ich habe sogar nicht mal mich von diesem scheiß Newsletter abgemeldet. Deswegen habe ich sehr früh gesehen, dass sie eine Swarovski-Kollektion rausbringen. Auch natürlich wieder sehr passend für Silvester, für die Feiertage etc. Ich hatte absolut kein Verlangen danach, diese Swarovski-Kollektion zu shoppen. Obwohl ich es wahrscheinlich rechtzeitig geschafft hätte, eins dieser verdammten Kleider für 234 Euro zu kaufen. Vielleicht sogar mehrere. Dann hätte ich es nämlich selbst für 484,97 Euro verkaufen können, statt es zu kaufen. Jetzt wissen wir es, Leute. Wenn ihr ein bisschen Geld über habt, es scheint sich hier um eine neue Art von Aktien zu handeln. I don't know. Ich gehe mal stark davon aus, dass es mir gefallen wird, weil ich eh Skims-Fan bin. Dieser Schnitt, diese Art von Kleid ist auch viral gegangen auf TikTok, als es rausgekommen ist, als normale schwarze Fassung. Habe ich persönlich jetzt nie gehabt, weil ich immer Angst habe, dass ich aussehe wie ein fettes Schwein in solchen Kleidern, aber don't know. Ich bin bereit, es anzuprobieren und wenn ich es nicht fühle, dann bin ich im Arsch. Ich weiß nicht, wie gesagt, mich würde echt mal interessieren, wie gut man die dann nochmal weiterverkaufen kann. Vielleicht mache ich ja einen 10er plus oder so. Wer weiß, wir sind ganz wild unterwegs hier in diesem Video. Ich weiß nicht, ob es obvious war, aber vielleicht sollte ich nochmal erwähnen, dass die Wiederverkaufspreise natürlich steigen, deutlich und rasant steigen, wenn das virale Kleid ausverkauft ist. Und wenn es nicht einfach so mal schnell nochmal nachproduziert wird von so großen Sachen wie H&M. Deswegen wäre es aber trotzdem, deswegen glaube ich, es wäre wirklich ein spannendes Experiment, das mal auszuprobieren und versuchen zu antizipieren, was jetzt so viral geht, dass es ausverkauft sein wird. Anyways, ich habe die Swarovski-Steine auf meinem Antlitz. Fühle ich mich allein durch diesen Fakt 1000-mal wunderschöner? Ja. Okay, Swarovski-Reveal. Seht ihr das glitzern? Glitzern die? Also es glitzert schon anders als das Zara-Kleid. Ich habe es eben im Spiegel gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Video auch so glitzert. Oh ja, doch. Oh doch. Sparkleness, ich erblinde. Und jetzt stellt sich mir natürlich die gleiche Frage, wie allen anderen, die ein virales, ausverkauftes Dress besitzen. Verkaufe ich es weiter oder behalte ich es? Es ist schon ein schönes Kleid. Hier könnte es ein bisschen unbetonter sein. Ich bin ehrlich mit euch. War es die Experience wert, mehr zu zahlen? Mein Instinkt sagt ja, mein Geldbeutel sagt nein, Bitch. Ich ärgere mich einfach nur, dass ich es nicht direkt gekauft habe und mir nicht schon dachte, was mit Swarovski, das wird ja Wert haben. Wobei, meint ihr, dass die da so bombenfest drauf sind? Meint ihr, ich kann die einfach abknobeln und verkaufen, weil es Swarovski-Steine sind? Ey, wisst ihr, was ich auch noch cool fand? Das kam so original an, sogar die Einkaufstüte war dabei. Hello? Das finde ich schon einen guten Deal für den Preis, vor allem. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das Kleid auch für 1300 Euro zum Verkauf gesehen und es ist nicht mehr da. Das heißt ja, irgendjemand muss es gekauft haben in meiner Logik. Soll ich versuchen, es für 1300 Euro zu verkaufen? Oh, das wäre so krank. Anyways, fand ich ein cooles Detail. Ich finde, das ist wirklich ein geisteskrankes Kleid. Ich liebe es.
Hoffentlich bringt Kim nochmal eine Special Collection raus bald. Dann schnappe ich zu und dann hat sich die Differenz für den Verkauf des anderen Special Teiles ausgezahlt. Wisst ihr, was ich meine? It's beautiful. Es ist einfach beautiful. Was sagt ihr dazu? Schreibt gerne in die Kommentare. Deswegen, was sagst du? Lohnt sich's auf Hand für virale Kleider zu gehen? Ist vielleicht der allgemeine Geschmack eh einfach der beste und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn 2, 3 Leute dasselbe Teil anhaben. Oder sollten wir uns so weit davon fernhalten, wie es geht? Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch nächsten Montag um 18 Uhr, Bebe. I feel so fabulous. Ich bleib einfach hier und ich bleib fabulous forever.